Hallo an alle Wassermann-Geborenen oder an diejenigen, die den Wassermann im Aszendenten haben, im Mond, in der Venus oder im einen oder anderen Planeten. Wir starten mit der Monatslegung für den März. Meine Legungen sind in die drei Dekaden unterteilt. Sprich, wenn du zum Beispiel in der zweiten Dekade geboren wurdest, dann kann es sein, dass dieser Stapel für dich bestimmt ist. Unabhängig davon kannst du dir natürlich auch alle drei Passagen angucken. Manchmal haben wir hier auch etwas Fortlaufendes für den gesamten Monat. Ja. Alle Infos zu den verwendeten Karten findest du auch in der Infobox. Einfach auf den Titel klicken, dann siehst du die Namen der Kartendecks und kannst sie dir zum Beispiel beim großen A bestellen. So, ich bin Cheyenne und wir starten jetzt mit der Monatlegung März und dem Wassermann. Ich starte mit dem Shadowscape Tarot und der ersten Dekade. Was ist denn da so los bei den Wassermännern? Liebes Universum. Wir haben schon mal den Stabkönig. Ja, das kann eine Person sein, mit der du es zu tun hast. Also du als zuschauende Person bist ja primär die Königin, die hier rausfällt, auch wenn du ein Mann bist und dein Gegenüber, auch wenn das eine Frau ist, ist der König. Außer es fühlt sich ein bisschen an, als wäre das in der Situation deine eigene Energie. Auf jeden Fall haben wir hier eine sehr dynamische Person, eine sehr autoritäre Person. Vielleicht hast du es hier mit jemandem zu tun im März, der, ja, mir kommt gerade so ein bisschen rein, dir einen auf den Latz geben möchte. Mal gucken, was sich hier noch so weiter zeigt. Es ist eine sehr, sehr willensstarke Person. Ja, auf jeden Fall kommt mir echt diese Energie rein von du wirst getriggert von irgendjemandem. Ah, das ist aber gar nicht so verkehrt, dieses Triggern, denn es bestärkt dich darin, an deine Träume zu glauben und auch daran weiterzuarbeiten, diese zu realisieren mit den Sechs der Kelchen. Also hier kommen Erinnerungen hoch, beziehungsweise es geht tatsächlich um einen Traum, vielleicht auch einen alten Traum, der dir Genuss und Freude bringt. Und der dich natürlich so ein bisschen aus dieser Situation möglicherweise rausholt, dieses, ja, Autoritäre, ne? Autorität hast du ja selber schon, brauchst du nicht auch noch von anderen, also dieses von oben herab ist eigentlich nicht so deins. Ich spreche da aus eigener Erfahrung, bin ja auch ein Wassermann. Was zeigt sich denn noch hier für die erste Dekade der Wassermänner? Die Acht der Kelche. Hier wird losgelassen. Hier möchte gerne eine Befreiung stattfinden. Also es passt schon sehr, sehr gut, ne, in die Energie rein. Also hier wirklich loslösen von diesem, ja, hau rauf oder von dieser hau rauf Energie, von diesem überheblichen rein in deine Träume, die Träume wirklich hier auch realisieren. Und Acht der Kelche ist ja nicht nur dieses Loslösen, vielleicht trennst du dich wirklich auch schon emotional von irgendeiner, ja, von irgendeinem Job, weil du jetzt woanders hingehen möchtest oder dich selbstständig machen möchtest. All das kann nämlich ein Grund sein, der eben dafür sorgt, dass dir dieses, ja, Stigmata des, ja, Untergebenen einfach nicht mehr passt. Andersrum kann es natürlich auch bedeuten, dass du hier, ja, emotional gesehen noch eine Verbindung aufgelöst haben sollst oder eine auflösen wirst, so rum. Es ist noch früh für mich, die Sprache fehlt noch ein bisschen. Auf jeden Fall wird hier eine Bilanz gezogen und Abstand gewonnen auf emotionaler Ebene, ganz gleich, ob es zum aktuellen Beruf gehört oder auch zu einer Partnerschaft. Das ist aber auch notwendig, um genügend Energie zu haben, um weiterzumachen. Der Page der Kelche ist ja jemand, ich sage immer so schön, der sein Kelch auch überreicht, genauso wie es auch hier dargestellt ist. Das kann in der Situation tatsächlich auch deine eigene Energie sein. Du möchtest deine Fülle für dich selbst haben. Deine Fülle benötigst du auch, eigentlich passt das hier sehr, sehr gut, um zu reinvestieren. Das ist dein Gefühlsleben. Wie gesagt, Freude und Genuss, da ist etwas, was dich
emotional gesehen wirklich sehr stark befriedigt in der Angelegenheit. Und diese Fülle, die du in dir hast, die möchte gerne umgesetzt werden mit den 6 der Münzen. Hier soll ein bisschen Ausgeglichenheit, Entspannung wieder reinkommen, vielleicht auch Luxus. Ja, vielleicht kannst du dir an dem Ort, wo du jetzt beruflich tätig bist, einfach einen gewissen Luxus nicht leisten. Auch das könnte ein Aspekt sein, der hier wichtig ist. Und damit du eben genügend Energiereserven hast, kommt eben jetzt auch schon diese emotionale Trennung. Unabhängig davon heißt es jetzt nicht, schmeiß deinen Job an den Nagel und mach dich sofort selbstständig, ganz im Gegenteil, sondern es ist erstmal nur dieses Haushalten mit deiner Energie, mit deinen Energiereserven, damit du in der Lage bist, eben jetzt genügend Treibstoff zu haben, um deine eigenen Projekte hier anzufangen. Vielleicht spielst du schon sehr, sehr lange mit dem Gedanken, hier dich selbstständig zu machen in irgendeiner Angelegenheit und fasst jetzt so langsam den Entschluss, wirklich auch das Ruder umzureißen, dich dort in diese Richtung hin zu bewegen. Und dann ist natürlich so, ne, da wo das Herz hingeht oder sich reinfühlt, dort ist natürlich der Place, wo du sein möchtest und nicht mehr die Priorität dort hinsetzen. Hier fängt etwas Neues an, worum du dich kümmern solltest in der Angelegenheit, und da brauchst du einfach Energie. Und Wasser ist ja nun mal Energie, Wasser ist Treibstoff, der dich voranbringt. Und dann werden die Prioritäten neu gesetzt. Wir haben die Stärke. Hier kommt eine deiner Facetten zum Tragen. Du bist zum einen sehr, sehr kraftvoll, du kannst aber auch zum anderen sehr zärtlich sein. Und jetzt ist es wichtig, da auch das richtige Maß zu finden, um haushalten zu können. Natürlich auch Kraft einzusetzen für deine Aufgaben, besonders mit den 7 der Stäbe. Es wird jetzt Mut benötigt, um voranzukommen, weil ohne Mut wirst du niemals vorwärts kommen. Mut benötigt es immer. Es wird dir sehr, sehr viel Energie abverlangen, gar keine Frage. Vielleicht fährst du auch zweigleisig dann in der Situation, um einfach deinen Traum leben zu können. Mit einer gewissen Sicherheit natürlich. Und da spreche ich auch wieder aus eigener Erfahrung. Also es ist so ein bisschen meine eigene Energie von vor 2 Jahren, als ich mich selbstständig gemacht habe. Ich fahre ja auch noch zweigleisig, weil ich immer noch dieses Sicherheitsbedürfnis habe. Ich bleibe noch so lange, bis ich von der ganzen Materie hier wirklich mich ja ernähren kann. Man muss es einfach so sagen, wie es ist. Den Mut, den wird dir aber niemand bringen. Den Mut musst du selber aufbringen, investieren, in dir finden. Der ist da. Du hast dieses Feuer. Ja, du hast die Kraft, die Stärke, das Ganze durchzuziehen. Ganz egal, worum das geht. Also hier ist aber primär, wie gesagt, eher der finanzielle Sektor drin, der eine Rolle spielt. Was kriegen wir denn noch hier für die erste Dekade? Das Judgment und das Ass der Kelche. Ja, das Gericht ist ja eine Erneuerung, die stattfindet. Das Gericht ist auch die Energie der Offenbarung, der Auferstehung und das Ablösen von der Vergangenheit. Und mit dem Ass der Kelche kommt hier eben Chance auf Erfüllung rein. Das heißt, die volle Fülle. Das, was du hier reinvestierst, bekommst du quasi vom Universum zurück. Und gerade weil du dich hier erneuerst, weil du dich erlöst, das ist so dieses Aufbäumen von dir selbst. Ja, dieses ich habe es geschafft, dieses Aufatmen, all die Qual, die Pein, die du durchgemacht hast, werden hiermit quasi erlöst und du kannst eben aus den Vollen schöpfen. Das heißt, hier kommt eine Chance auf dich zu, auf die kannst du zugehen und dementsprechend Wachstum in dein Leben bringen, Frieden in dein Leben bringen und natürlich auch Liebe in dein Leben bringen. Zum einen die Selbstliebe für dich, ja, aufgrund der Dinge, die du hier in Bewegung setzt, die Entspannung, die wieder reinkommt, du entspannst dich wieder mehr, schaffst etwas für dich selbst, ja, du bist deine eigene Autorität. Von daher könnte diese Energie auch ein bisschen auf dich bezogen sein, dass du wieder ein bisschen mehr Willensstärke und Strebsamkeit an den Tag legst, wenn es darum geht, deinen eigenen Projekten hier gerecht zu werden. Und
dadurch auch quasi nicht mehr getriggert wirst von sehr autoritären Personen, weil du das ja selbst in dir trägst in der Situation. Was haben wir denn im Outcome? Die Kelchkönigin. Die schöne, zärtliche Frau, die ehrlich ist, die weise ist und die sanft zu sich selbst ist. Gefühle sind super wichtig, auch für die Luftelemente. Auch die Luftelemente haben Gefühle, auch die Luftelemente haben Wasser in sich, haben Feuer in sich, haben aber auch die Stäbe, ja, mit dem Feuer, wo sie losgehen können, die sie als Unterstützung benutzen können, ja, wie so diese Walking Sticks. Und sie haben natürlich auch die Erdenergie in sich, die einfach für Wachstum steht. Und deswegen nutze die Gunst der Stunde jetzt im März, wenn du vorhast, einen eigenen Weg zu gehen, ein eigenes Projekt zu machen. Nutze deinen Mut, der in dir ist, deine Stärke, deine Leidenschaft, deine Passion und realisiere deinen Traum. Weil das ist hier die goldene Mitte, kann man fast so sagen, wenn es darum geht, dich hier zu erneuern. Das zur ersten Dekade und dann schauen wir mal, was jetzt die zweite Dekade so beinhaltet. Ah, Optimismus, neue Perspektiven eröffnen sich. Ja, mal gucken, ob das jetzt hier fortlaufend ist oder ob wir hier noch ein ganz anderes Blatt auf den Tisch bekommen. Also hier findet eine Entfaltung statt. Hier werden Ziele verwirklicht. Also von der Warte her würde das schon hier an die erste Dekade anschließen. Und eben dieser neue Optimismus, der reinkommt, ist natürlich auch wieder, ja, für das Gefühlsleben sehr, sehr dienlich in der Situation, um einfach eine gewisse Freudefülle emotional gesehen zu erzeugen. Der Horizont wird hier erweitert. Das bedingt natürlich auch ein gewisses Lernen in der Situation. Wir haben mit dem Eremiten hier die Innenschau liegen. Also in irgendeiner Sache wird die zweite Dekade auf jeden Fall aufgefordert, einmal in sich zu gehen. Das ist diese Rückzugsenergie, um einfach bestimmte Dinge, die noch im Schatten liegen, zu beleuchten. Es ist so ein bisschen diese Grübelenergie, die reinkommt, ne? Eigentlich sieht es hier aus, als wenn du in die Öffnung gehst. Ja, du möchtest dich befreien, ganz egal von welchen Zwängen oder Hemmungen, die du möglicherweise noch in dir trägst. Aber gleichzeitig wirst du auch in die Innenschau gerufen. Das ist so dieses Gummiband, was zieht, ne? Auf zu, auf zu, auf zu. Eigentlich machst du die Tür auf, aber der nächste Windstoß, deine Gedanken zum Beispiel, klatschen die Tür wieder zu. So ein bisschen hin und her, Hauruck-Energie. Mal gucken, was sich noch so zeigt. Wir könnten hier einen kleinen verwirrten Wassermann liegen haben in der zweiten Dekade im März, der so ein bisschen mit sich selber ringt. Allerdings bist du energetisch hier sehr gut aufgestellt. Auch in der zweiten Dekade fällt die Kraft raus. Das ist übrigens das Seelenreisetarot. Ich habe das gerade eben gar nicht erwähnt. Auch hier heißt es, sei stark und sanft zugleich. Erkenne deine eigene Dualität an. Erkenne auch, dass du Schattenanteile in dir hast, aber dass du genauso auch dieses Lichtvolle in dir hast. Beides ergänzt sich, beides wird benötigt. Und ich sprach ja schon von Zwängen und Hemmungen und dann fällt hier auch noch der Teufel raus. Also irgendwas liegt hier im Schatten, was geklärt werden darf und auch sollte, damit einfach eine gewisse Exzentrik, wird mir gerade reingegeben, rausgenommen werden kann. Und auch damit dieses, ja, Tür auf, Tür zu, ne? Damit dieses einfach rausgeht und der Weg wieder klar wird. Weil wie gesagt, eigentlich möchtest du hier loslegen, aber irgendwas fesselt dich noch und sorgt eben dafür, dass die Tür immer wieder zugeht. Vielleicht ist es tatsächlich ein Gedankenblitz, der dich hier festhält. Ein negativer Gedanke. Ja, eigentlich brauchen wir ja keine Karten. Eigentlich können wir das ja auch ohne Karten, aber mit Karten ist es natürlich besser darzustellen, ne? Und auch ein bisschen glaubhafter, als wenn ich einfach nur so in die Kamera quatsche. Die drei der Schwerter. Also hier muss eine Einsicht gewonnen werden. Es geht jetzt darum, wieder in den Verstand reinzukommen, wieder in die Vernunft reinzukommen. Natürlich kann es auch eine alte Verbindung sein, die noch irgendwo an dir nagt und weswegen du dich nicht traust, vorwärts zu gehen. Und jetzt kommt mir gerade so diese Energie rein von,
oder mir wird gerade reingegeben, dieses irgendjemand hat dich mal schlecht geredet. Das muss keine Liebesverbindung sein, das kann auch eine freundschaftliche Verbindung gewesen sein oder eine kollegiale, irgendein Kollege vielleicht, ein Vorgesetzter. Irgendwie sowas, irgendjemand hat dir mal etwas schlecht geredet, hat dir etwas madig geredet, hat dir dich kleiner gemacht, als du tatsächlich bist. Und irgendwie, aus irgendeinem Grund, hast du das in der Situation für dich angenommen. Und das ist hier irgendwie das, was noch im Schatten liegt. Das ist der Gedanke, den ich schon angesprochen hatte, der dich irgendwie davon abhält, hier wirklich in die Öffnung reinzugehen, dich zu entfalten, ja, dein eigenes Dasein, dein eigenes Leben auch wirklich optimistisch zu betrachten und zu wissen, die Kraft ist ja da. Du kannst diesen Weg gehen, auch wenn er ungewöhnlich ist. Und deswegen wahrscheinlich auch die Innenschau, um einfach in dich wieder hineinzufinden, deine eigene Wahrheit für dich zu finden, dir bewusst zu werden, nee, warte mal, du bist erstens nicht alleine und zweitens bist du nicht dieser Mensch, der dir mal angedacht worden ist. Was kriegen wir denn noch für die zweite Dekade? Ja, die kreative Pause aufgrund... Sehr gut. Die kreative Pause, die fehlende Inspiration für der Kelche-Energie aus dieser Krise heraus finden. Sich ablösen von dieser negativen Energie. Wirklich etwas verarbeiten, damit du dich neu sammeln kannst, dich neu orientieren kannst. Wie gesagt, Tür auf, Tür zu, ne? So ein bisschen im Kreis drehen. Ist das Lichtschatten, 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 Lichtschatten. Sehr konfuse Energie für den einen oder anderen hier in der zweiten Dekade. Aber genau das ist vielleicht auch notwendig. Wie gesagt, diese Rückzugsenergie, genau aus diesem Chaos heraus kann auch wieder Ordnung entstehen. Das ist so ein bisschen auch Frühjahrsputzenergie, gar keine Frage. Wenn du dich im Kreis drehst und nicht weißt, wo es hingehen soll und wo nicht, dann streck einfach mal die Hand aus und sag jetzt hier ist mein Weg. Ja, und dann geh ihn. Folge deiner Intuition. Folge wirklich deinem Bauchgefühl, weil dein Bauchgefühl hat immer recht, ganz egal, was das Herz sagt und ganz egal, was der Kopf dazu zu sagen hat. Manchmal muss man seinem Kopf auch mal sagen, jetzt ist mal Schluss mit lustig hier, ja, jetzt hältst du mal den Rand, in Anführungszeichen. Ich sprach ja schon vom Blitz, ne? Jetzt fällt hier der Blitz Gottes raus, der Turm-Moment. Also es gibt hier einen Durchbruch in dieser Angelegenheit, ein Durchbruch bezüglich dieses Schattenthemas, welches du wahrscheinlich schon sehr, sehr lange verdrängt hast. Und es findet damit auch eine gewisse Befreiung statt, eine Reinigung statt. Möglicherweise auch ein Ereignis, eine Begegnung, die dafür sorgt, dass du dich daraus löst. Zum anderen aber auch kommt bestimmte Energie rein, die dich daraus herauslöst und die Energie liegt eigentlich schon hier. Vielleicht hast du es mit einem Löwen zu tun, ja, der da mal ganz laut brüllt und sagt, jetzt halt doch mal deinen Rand, ja, halt doch mal deine Gedanken still. Was hält dich denn davon ab, außer du selbst? Ja, also es kann durchaus ein bisschen rabiater in der Situation zugehen, beziehungsweise wir haben hier auch einen Steinbock liegen mit seiner Erdenergie, der dir da durchaus auch mal ein bisschen den Kopf waschen kann in der Situation. Auf jeden Fall findet hier ein Durchbruch statt. Und du kannst dich aus diesem ganzen Elend, man muss es tatsächlich so sagen, befreien. Sehr schön. Und was kriegen wir denn noch hier für die zweite Dekade? Du kannst dich befreien und du kannst in eine neue Anziehung reingehen. Zwei der Kelche, hier kann auch ein neuer Vertrag abgeschlossen werden. Auch hier nochmal der Hinweis auf eine wichtige Begegnung und natürlich auch das Klären deiner Gefühlswelt. Die Zwei der Kelche ist immer dieser Magneteffekt. Ja? Du fängst an, wieder Dinge in dein Leben zu ziehen, die auch für dich bestimmt sind. Ganz gleich, ob partnerschaftstechnisch oder auch beruflicher Natur, das ist völlig egal. Das, was hier dein Thema ist, ne, wird aufgelöst. Und dementsprechend kannst du in eine neue Anziehung gehen. Das heißt, du wirst wieder zum Magneten, die Chancen kommen wieder auf dich zu. Du kannst auf die Chancen zugehen und dementsprechend, ja, deinen Weg realisieren. Ja, deinen Horizont erweitern. Loslösen, befreien steht hier an. Sehr schön.
mehr Energie benötigst du für diese neue Aufgabe, denn es sind die 10 Stäbe rausgefallen. Und das heißt immer, übernimm Verantwortung. Das ist eine neue Lebensaufgabe, die auf dich zukommt. Das ist der Aufstieg, der damit stattfindet, auf eine höhere Ebene. Es ist das, was du alles schon gemeistert hast. Du hast hier 10 Stäbe in deiner Hand. Du hast schon viel, viel Energie investiert, hast aber auch viel dafür zurückbekommen. Schlussendlich ist es eigentlich nur der Gedanke in dir, der dafür sorgt, dass du nicht vorwärts kommst. Ja, typisch Luftelement könnte man an dieser Stelle sagen. Also geh wirklich mal in dich, löse dich von dem Ganzen und geh wieder in die Anziehung, damit du einfach viel Energie hast, denn die benötigst du hier, um ja, einen neuen Fokus auszurichten. Ja, der Weg kann lang sein, er kann kurz sein, je nachdem, wie es danach für dich weitergeht in der Situation. Aber so oder so benötigst du hier viel Verantwortung, Aufmerksamkeit für deine eigenen Angelegenheiten, für deine Angelegenheiten. Die Angelegenheiten von anderen, ganz egal, ja, hier, da fällt mir wieder der Stabkönig ein. Wer im Außen versucht, dich zu beeinflussen, der sollte total abgeschirmt sein. Der sollte überhaupt gar nicht an dich herankommen. Also lass dich nicht beeinflussen von anderen Menschen, sondern glaube an dich. Das ist das Wichtigste. Und was haben wir im Outcome? Die Königin der Schwerter. Du ziehst hier wirklich dein eigenes Ding durch. Du bist klug, du bist frei, du bist unabhängig und du benutzt deinen Verstand und du machst es dir jetzt in der Situation gerecht. Es sei dir gegönnt, lieber Wassermann. So, und dann schauen wir mit dem Fountain Tarot in die dritte Dekade der Wassermänner. Was fällt denn hier schon mal raus? Auch das Judgment. Okay, ja, es ist ein bisschen fortlaufend, ne? Aber nur so minimal. Auch hier findet schon ja, die Erlösung statt, die Erneuerung statt, eine gewisse Heilung statt. Etwas wird abgelöst. Ich brauche eine weitere Karte. Und die neue Energie kommt rein, das Glück kommt rein. Ja, es ist doch tatsächlich ein bisschen fortlaufend in der Situation. Also, nach der Ablösung, nach diesem Erneuern, nach diesem Durchbruch, Befreiungsschlag, ja, dieses, ich habe es geschafft, ja, ich stehe wieder für mich selbst ein, dann kommt hier auch diese Energie zurück. Es ist auch die Energie der Zuversicht, Optimismus. Ne, spielt hier eine sehr tragende Rolle in der Situation für den einen oder anderen Wassermann hier im März. Und natürlich kommt auch im Außen die Sonne wieder und das macht es für uns ein bisschen einfacher. Dinge auch einfacher zu machen, ist hier eine ebenfalls wichtige Message, denn mit der Sonne wird es einfacher. Lass mal 5er gerade sein, vor allen Dingen in deinen Gedanken oder in dem Fall 3er mal gerade sein. Und gehe wirklich deinen Weg in Leichtigkeit, mit Leichtigkeit. Ich weiß, es ist manchmal sehr, sehr schwer, gerade wenn hier viel Aufmerksamkeit erfordert wird, aber es ist machbar, weil schlussendlich ist das Gefühl, wie anstrengend es ist, für jeden auch wieder anders. Muss man auch bedenken. Wenn du jetzt 20 Leute in einen Raum packst und alle haben die gleiche Aufgabe, einen Medizinball 20 Mal, nach oben, ich kenne es bestimmt noch aus dem Schulunterricht, also bei mir war das auf jeden Fall so, Medizinball, ne, diese komischen, schweren, klobigen Dinger, die nicht hüpfen, oben gegen die Wand schmeißen. Wenn du davon 20 Leute stehen hast, für den einen ist es super anstrengend, ja, der hängt nach 5 Würfen, hängt der schon durch und muss erstmal durchschnaufen. Der nächste, der denkt sich aber, komm, ich zieh das durch, der hat diesen Ehrgeiz, ne, diese Power, diese Kraft und ist nach 20 Stück immer noch nicht fertig und macht noch einen 21. oder noch einen 30. Wurf. Es ist für jeden subjektiv das eigene und natürlich auch der Wille, der eine sehr große Rolle spielt. Wenn du etwas nicht willst, dann findest du Wege, es nicht tun zu müssen. Wenn du etwas wirklich willst, findest du Wege, um es einfacher zu machen, um mit deinen Energieressourcen zu haushalten. Nur so als kleine Anekdote am Rande. Die 4 der Münzen. Oh, interessant. Also, ich würde fast behaupten, dass hier die dritte Dekade genau das macht, was ich gerade angesprochen habe.
mit der Energie haushalten. Zum einen haben wir hier die 4 der Münzen, das ist die Basis, das ist die Stabilität, die eigene Absicherung auch in der Situation, die sich schon mal zeigt. Und wir haben mit den 7 der Münzen das Thema Langfristigkeit auf dem Tisch. Möglicherweise auch gibt es hier noch eine Überraschung bezüglich einer Angelegenheit. Ja? Zeichen aus der Vergangenheit könnten ebenfalls eine Rolle spielen bei dieser Karte. Aber prinzipiell das Geduldigsein und die Langfristigkeit. Das heißt, hier wird auch langfristig geplant, langfristig gehaushaltet, damit diese Energie nicht verpulvert wird. Es ist auch okay, das Ganze ein wenig bedächtiger anzugehen, ein bisschen gemütlicher anzugehen, gar keine Frage. Aber so gemütlich wird es hier gar nicht. Doch gemütlich schon, aber doch ein bisschen turbulent. Die 3 der Kelche ist zum einen die Karte der Genesung, aber auch der Feier. Ich habe das Gefühl, vielleicht ist hier wirklich eine Vergangenheit eine Rolle, die irgendeine Bewandtnis hat, irgendjemand aus der Vergangenheit oder generell deine Vergangenheit. Zum Beispiel, du warst jetzt seit 5 Trillionen Jahren nicht mehr im Club feiern und wirst hier spontan eingeladen, genau wieder in diesen Club reinzugehen. Es kann sein, dass du dort zum Beispiel eine Person aus deiner Vergangenheit begegnest. Es kann aber auch sein, dass dieser Clubbesuch dafür sorgt, dass Erinnerungen wieder hochkommen und vielleicht auch ein alter Traum wieder hochkommt, irgendein Gefühl wieder in dir hochkommt, was dir positiv dann im fortlaufenden Prozess dienlich sein kann. Der Turm, auch in der 3. Dekade. Und auch die 10 der Stäbe. Also, das Ding hier, das scheint irgendwie so das zentrale Thema zu sein. Es muss nicht unbedingt die Feier sein, der Clubbesuch sein, der Disco-Besuch oder wie auch immer. Es kann auch manchmal das Zusammensitzen sein. Ja? Man trifft sich mit Freunden, sitzt irgendwie, macht einen Spieleabend, Zockerabend, irgendwie sowas in der Richtung. Und daraus resultiert nochmal eine Erinnerung aus der Vergangenheit. Es ist so diese Energie von, du triffst irgendjemanden irgendwo aus der Vergangenheit, wo sich viele Menschen zusammentreffen. Du bist an sich, aber in einer sehr, sehr positiven Energie. Du bist ja hier in der Genesungsenergie, in der Freudeenergie. Ja, du bist dankbar für alles, fröhlich, du bist erfüllt. Aufgrund dessen, weil du hier langfristig mit deinen Energieressourcen arbeitest. Aber irgendwie sorgt dieses Erlebnis für einen Durchbruch und danach wird es auch hier in der 3. Dekade nochmal anstrengend. Ja, also auch dann wird ja plötzlich viel Energie benötigt. Warum wird denn hier, da muss ich mal eine Klärungskarte drauflegen. Warum wird denn hier, okay, es gibt ein bisschen Chaos, 5 der Stäbe, es gibt hier was zu managen, irgendwie eine Herausforderung, Wettkampfenergie, Kraftprobe. Vielleicht wirst du auch von der Vergangenheit in Anführungszeichen auf die Probe gestellt. Das ist so ein bisschen wie, wie erkläre ich das am besten? Mir liegt es auf der Zunge. Stell dir vor, du bist in der Schule, ich will nicht sagen, irgendwie gemobbt worden, ganz im Gegenteil, also schon ein bisschen runtergemacht worden, sagen wir es so. Und jetzt kommst du hier an einen Platz, wo du auf jemanden aus dieser Vergangenheit triffst und der dir ebenfalls damals nicht so gut getan hat. Und das ist eher so, dass es für dich zum einen sehr anstrengend ist, diesem Menschen zu begegnen, zum anderen kommt im positiven Sinne daraus, also Turmmoment, ist ja auch manchmal so ein bisschen Zerstörung und Befreiung gleichzeitig, kommt zum einen das Gefühl hoch, oh, jetzt wird es richtig anstrengend, ich muss dieser Person etwas beweisen. Das ist der falsche Gedankengang. Sondern vielleicht, wenn man das Ganze ein bisschen umdreht, stellst du fest, hey, du bist ja eigentlich hier schon in einer sehr guten Basis. Ja, unterwegs. Du bist langfristig, du arbeitest an deinen Projekten, du hast alles im Griff, sondern nutze eher diesen Turmmoment, dieses Erkennen als Ansporn für dich selbst, dass du irgendwie so ein bisschen aus dem Schlaf herausgerissen wirst, um für dich
jetzt noch weiterzukommen. Niemals für eine andere Person irgendetwas machen. Ganz wichtig, sondern immer nur für dich. Es kann durchaus so ein kleiner Hallo-Wach-Ruf sein, dass aus der Bedächtigkeit jetzt ein bisschen mehr Schnelle reinkommt. Deswegen auch hier die Konzentration, die Anstrengung, aber auch das Chaos, Wettkampfenergie. Ne? Sieh diese Begegnung nicht als Herausforderung, um für dich jetzt schneller voranzukommen. Ganz im Gegenteil, sondern besinne dich darauf, was du schon alles erreicht hast, um nicht ins Chaos zu stürzen, sondern einfach, um deine Energien weiter zu beinhalten. Es ist hier ein bisschen so die Gefahr, als wenn hier plötzlich Energie verpulvert wird aufgrund dieser Begegnung. Ja, diese Begegnung war schmerzhaft. 5 der Kelche fällt hier nämlich raus. Und das ist nämlich das, was ich schon sagte, ne? Geh jetzt nicht in diese Energie rein von wegen, oh, jetzt muss ich das dieser Person beweisen, ne, dass ich was kann. Nee, musste gar nicht. Geh da bitte nicht rein. Hier liegt Enttäuschung drin, hier liegt Trauer drin, hier liegt Schmerz drin. In den 5 der Kelchen. Das heißt, emotional wird durch diese Begegnung etwas in dir ausgelöst. Aber Feuer jetzt darauf zu geben, ist komplett der falsche Weg. Diese Begegnung war notwendig in der Situation, ja, denn sie hilft dir, wie ich auch schon gesagt habe, bei deiner Verwirklichung, bei der Realisierung deiner Projekte. Die 10 der Münzen ist natürlich Integration, ist die Verwirklichungsenergie. Nutze das als Ansporn für dich selbst. Ja, wenn du jetzt sehr gemächlich wirklich in der Vergangenheit unterwegs warst, dass das so ein bisschen der Hallo-Wach-Moment ist, der dich nochmal so daran erinnert, warum du eigentlich damit angefangen bist, hier in deine eigene Stabilität reinzugehen. Lass dir jetzt diese Stabilität nicht von dieser Begegnung nehmen und dich wieder in alte Verhaltensmuster reinjagen. Auch bei euch liegt hier im Outcome die 2 der Kelche. Aufgrund dieser Begegnung, also diese Begegnung ist tatsächlich wichtig, auch wenn sie schmerzhaft ist, und schmerzhafte Erinnerungen weckt, ist wichtig, um für dich wieder in die Anziehung zu gehen. Das heißt, so oder so, ja nicht so oder so, aber sobald du merkst, so, oh, ja, hier ist so ein kleiner initiativer Funken, ja, der Turm, kommt so ein Blitz auf dich zu, bricht dich in Stücke, zerstört dich, du musst dich wieder zusammenpuzzeln. Das liegt natürlich daran, wie schwer du es dir selbst macht, ne? Machst aus dieser Kampfenergie heraus, oh, jetzt habe ich hier jemanden aus der Vergangenheit getroffen, der mich ja runtergemacht hat, vielleicht auch tatsächlich gemobbt hat. Dem muss ich es jetzt beweisen, weil ich werde dieser Person öfter mal begegnen unter Umständen. Nee, komplett der falsche Weg. Bleibe wirklich in deiner Stabilität, in deiner eigenen Energie. Lass dich davon nicht aus der Ruhe bringen. Ja, nicht in den Kampfmodus gehen. Das Leben ist kein Wettkampf, ganz im Gegenteil. Sondern nutze diesen Impuls, diese Begegnung, um für dich jetzt hier weitere Ziele zu verwirklichen und dementsprechend hier auch in die Anziehung wieder gehen zu können. Das ist letztendlich auch der letzte Schlussimpuls, den du benötigt hast, um hier in die Energie der 5 Kelche reinzukommen, um einfach auch zu erkennen, da liegt noch Schmerz in dir, der jetzt aufgelöst wird und dementsprechend für dich auch hier die Verwirklichung wieder ansteht und die Neuanziehung bezüglich deiner Angelegenheiten. Also auch hier wichtig, 2 der Kelche ist ja auch die Karte der Begegnung und steht für das Klären von Gefühlen. Also so oder so war diese Begegnung wichtig. Aber wie gesagt, geh nicht in diese, jetzt muss ich das der beweisen. Nee, nee. Beweise niemals etwas für eine andere Person, sondern immer nur für dich selbst. Kümmere dich gut um dich. Damit sind wir durch hier mit dem Wassermann im März. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen und wenn dir das gefallen hat, lass mir gerne ein Abo da, dann sehen wir uns auch relativ schnell wieder. Und falls nicht, trotzdem einen schönen März für dich. Allen anderen bis bald, ihr Lieben.